Und herzlich willkommen bei einer weiteren Livestream-Folge mit dem Spiel Judgment. Ey, ich begrüße euch erstmal herzlich in dem neuen Livestream von den 2 Stunden, die wir heute machen. Nur heute 2 Stunden. Also insgesamt 2 Einzelparts existieren heute in diesem Livestream. Und ja, ich begrüße euch, wie gesagt, bei dem neuen Livestream zu dem Spiel Judgment vom Hause Sega, von den Machern Yakuza. Und ich würde sagen, wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben. In der letzten Folge haben wir Saori-chan oder Saori-san neu eingekleidet für die Queen Rouge. Im Endeffekt, dass sie da drinnen Informationen sammelt als Hostess. Und ja, da wollen wir jetzt mal machen, dort weiter spielen, wo wir aufgehört haben. Wir spielen jetzt auf jeden Fall mit Yagami weiter, weil es ist was vorgefallen. Zwischendrin, wo ich letztes Mal in der letzten Folge mit ihr gespielt habe, ist bei ihm was passiert anscheinend. Und das werden wir jetzt herausfinden, was da überhaupt geschehen ist. Und das werden wir jetzt im Endeffekt abchecken. So, bevor wir durchgehen und bevor es losgeht und oder durchstarten, sage ich mal so, könnt ihr gerne liken, kommentieren, abonnieren. Support ist kein Mord. Würde mich freuen auf euer Feedback. Und würde ich sagen, ja, haut mal schön in die Tasten und. Und somit beginnen wir mit diesem Spiel. So, wir sind hier rausgekommen. Wir haben sie abgegeben. Die Frage ist, Bedrohung liegt bei 100%. Also müssen wir jetzt hier erstmal ein paar Schlägertypen beseitigen. Bevor wir das aber machen, sollten wir am besten unser Inventar checken. Wir haben noch 2 Verbandskäste. Und ich würde sagen, ja, da würde ich... Boah, gehen wir in den Poco-Laden runter und checken mal aus... Was auch immer, jetzt kriegt man einen Anruf. Hey, Kaito-san, okay. Jo, wie sieht es bei der Geschichte mit Saori-san aus? Es läuft gut. Die Queen Rouge hat sie sofort angeheuert. Super, das heißt, du hast gerade nichts zu tun, oder? Nope, ja. Weißt du was? Ich habe einen Job für dich, Tak. Okay, einen Job? Ja, und es ist dringend. Komm zum Public Park Tree. Okay. Wovon redest du? Das erkläre ich dir, wenn du da bist. Komm einfach. Und aufgelegt. Okay. Was hast du vor, Kaito-san, wenn es dringend ist? Ja, dringend ist dringend, aber wir müssen vorher noch schnell was kaufen. Und das ist ja gleich hier um die Ecke. Bin ich da. Ich verabschiede. Herzlich willkommen, Herr. Was kann man denn Schönes kaufen für unterwegs? Wir brauchen auf jeden Fall was uns Energie bringt. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. 5-mal. Sollte lang. Sicher, sicher. Okay. Wir haben 4 Punkte und wir haben erreicht. Hey, wir haben schon 10 Punkte. Nice. Oh, Sie haben 10 Punkte gesammelt. Glückwunsch. Wurde auch langsam Zeit. Hier ist Ihre Schallplatte, mein Herr. Die Auflage ist streng limitiert. Nice. Popo Shoba Melb. Alles klar. Danke für den Besuch bei Popo. Bitte kommen Sie bald wieder. Okay. So, okay, da würde ich sagen, wir haben jetzt alles. Hier ist auch noch eine Dame. Hallo? Was ist mit dir los? Ach, eine Katze. Oh. Da ist eine schwarze Katze. Vielleicht ist es der Kater, von dem Naoki-sama gesprochen hat. Kann ich Ihnen helfen? Oh, Sie sind der Besitzer? Nein, das ist nur ein Streuner. Aber ich kenne jemanden, der sich um ihn kümmert. Oh, wirklich? Er ist echt ein süßes Kerlchen. Ich hatte schon überlegt, ihn mit nach Hause zu nehmen. Aber wenn sich jemand schon um ihn kümmert, sollte ich wohl besser lassen. Warten Sie. Ich kontaktiere ihn mal. Vielleicht finden wir ja eine andere Lösung. Mhm. Ja, Yagami-san? Könntest du ihn finden? Ich glaube, du solltest besser vorbeikommen. Ist irgendwas passiert? Nope. Wir müssen eine Katze aufnehmen. Ah, jetzt verstehe ich. Sie will ihn mit nach Hause nehmen. Wenn das so ist, will ich den nicht im Weg stehen. Ich freue mich sogar, dass er ein neues Zuhause gefunden hat. Bist du sicher, dass es für dich okay ist?
Nikomiasan, okay, Nikomiasan. Ja. Du kannst ihn nicht mehr in deinem Blog über ihn schreiben. Ich werde ihn sicher vermissen, aber wenn ihn jemand bei sich aufnehmen will, wird er ein besseres Leben haben. Bitte, kümmere dich gut um ihn. Wow, du hast wirklich ein Herz für Tiere. Dann können wir sagen, vor allem für solche, die nicht für sich selbst sorgen können. Ja, und die verwöhnten Tiere aus den Tierläden können sich andere kümmern. Ich bin ein Mann für Straßenkatzen. Entschuldigung, bist du zufällig der Kopf hinter Kimmys Newsletter? Was? Wenn du meinen Blog kennst, gehörst du zu den meinen Abonnenten? Wusste ich doch. Du bist es also. Und ja, ich gehöre schon lange zu deinen Abonnenten. Man könnte schon fast sagen, dass ich einer der größten Fans bin. Wirklich? Wow. Ich bin sprachlos. Du bist die erste Person, die ich getroffen habe, die mein Zeug tatsächlich liest. Wenn ich dich so anschaue, erinnerst du mich ein wenig an eine Katze. Da stehe ich ja total drauf. Ah, okay. Das ist ja super. Also hättest du Lust, mit mir einen Tee zu trinken zu gehen? Muss nicht jetzt sein, aber ich wollte schon immer mal mit dem unglaublichen Nekomisan über Katzen reden. Auf jeden Fall, gerne. Das machen wir. Nekomisan, ich schulde dir was. Ich gehe jetzt Tee trinken mit einem Mädchen, das meinen Blog liest. Hier, das ist für dich. Du bist für mich immerhin kreuz und quer durch die Stadt gerannt. Alles klar. Haben wir den auch abgeschlossen? Oh. Vertreib sie nicht. Denn diese Katze ist für dich. Und haben wir auf. Yeah, ein netter Mensch-Trophäe bekommen. Wuhu. Nice. Wir haben Level 10 erreicht der Stadt. Passt perfekt. Bestimmt sind jetzt schon neue Missionen offen. Aber wir machen auf jeden Fall erstmal die Mission von Kaito, weil die ist wichtig. So, die anderen können wir ruhig hinterher rennen. Ich habe mit denen jetzt nichts am Hut, habe was Besseres zu tun. So, was sind noch mehr? Ah, Hilfe! Hilfe! So. Davon gekommen. Komm schon! Mach den Captain Kopf Pose! Mach die Captain Kopf Pose? What the hell? Na. Kaito-san, was treibst du da? Hast du nicht gesagt, es wäre dringend? Ja, und das ist es auch. Okay, wo ist der Klient? Ich bin der Klient. Du musst etwas gegen diesen kleinen Ratte unternehmen, Tag. Was? Er folgt mir wie ein herrenloser Hund. Was hast du denn angestellt? Ich kann nicht glauben, dass ich Captain Cup gefunden habe. Captain Cop? Captain? Wer? Kennst du den nicht? Captain Cop. Er ist der Superheldenpolizist, der die Stadt beschützt. Er hat die kriminelle Organisation, die ihn ausgerüstet hat, ausgetrickst, um Verbrechen zu bekämpfen. Ich habe den Faden verloren. Okay. Die Nervensäge wurde fast vor ein paar Yakuza entführt und ich habe sie aufgehalten. Dafür habe ich jetzt einen Fan. Er ist so stark. Er hat diesen Typ die Lichter ausgeknipst. Zack. Bam. Der Junge muss ja ihn für einen Superhelden aus dem Fernsehen halten. Er hat sich aber nicht verwandelt, vermute ich. Weil du hier nicht. Was? Weil du das hier nicht hast, Captain Cup. What the hell? Was ist das? Du musst das in die Hand halten und das hier machen. Captain. Okay. So verwandelst du dich in Captain Cobb. Ach ja. Du sollst es mal versuchen, Kaito-san. Nein, verdammt.
Captain Carp. Okay. Hey, wie heißt du, Junge? Yosuke Okabayashi. Ich bin 6. Weißt du, wo deine Eltern sind? Mein Papa ist bald mit der Arbeit fertig. Ich wollte ihn abholen. Du bist den ganzen Weg nach Kamurocho gekommen, um ihn abzuholen? Und du hast die bösen Männer getroffen? Genau. Sie haben mich nach Papa gefragt, aber ich habe nichts gesagt. Dann wollen sie mich schnappen. Dann haben die Yakuza es auf deinen Vater abgesehen. Warum würden sie ein kleines Kind nachjagen? Keine Ahnung, Kidnapping. Aber wir sollten uns lieber beeilen. Sein Vater könnte in derselben Situation landen. Okay, stimmt. Wenn Yakuza beteiligt sind, ist es kein gutes Zeichen. Yep, mache. Was ist das, du immer tust, Tag? Oh, das ist der Auftrag, den du erwähnt hattest. Schön, dann brauche ich aber mehr Infos über diesen Typen. Hey, Yosuke-kun, kannst du mir sagen, wie dein Papa aussieht? Sein Gesicht, seine Haare, wie viel wiegt er? Sicher, er ist dünn, er hat schöne Sachen an, seine Augen sind klein und seine Haare sind ganz kurz. Lol. Okay, das sollte reichen. Na. Wo hast du den Junge denn aufgegabelt, Kaito-san? Unten auf den Super Street. Okay, ich sehe mich mal da um. Nee. Komm schon, du musst die Captain Pose machen. Ich weiß, dass du es bist. Tag. Bitte finde diesen Typen. Schnell. Ich finde ihn besser, bevor Kaito-san die Haare ausreißt. Okay. Let's go. So. Dann machen wir das mal. Oh. Die Gegner tauchen immer auf der falschen Seite auf. Merkt ihr das nicht? So. Sieht aus, als hätte Kaito seinen ganzen schönen Chaos hinterlassen. Okay. Es würde helfen, ein paar Hinweise über die Yakuza zu finden, die dann Junge entführen wollten. Vielleicht liegt ja irgendwo etwas in der Art rum. Hm. So, jetzt hören wir ganz kurz. Eine Katze. Mal gucken, wo. Miau, miau. Ich bin anscheinend ganz nah. Ah, da bist du ja. Ah, ja, schön. Nietzsche Katze, schau mal, eine Katze. Da, da, da. Okay. Suche nach Hinweisen auf die Angreifer. Ein Baseballschläger. Ein silberner Schläger. Yakuza müssen ihn gehabt haben, als sie versucht haben, die Yakuza zu entführen. Daran ist nichts Besonderes, als hilft es mir nicht gerade weiter. Okay. Aber wir haben was gefunden. So, also was würde Yakuza auszeichnen? Roller? Nee. Roller doch nicht. Naja, man könnte sagen, das hier. Der Laden. Den kennen wir ja, oder? Ist ja nichts Neues. So, das ist die Frage nach. Was suchen? Nach was soll ich suchen? Warte mal, wir gehen mal wieder zum Anfang. So. Frage. Könnte die mir weiterhelfen? Ein Fahrrad? Ich suche auf jeden Fall Gegenstände. Gegenstände, die hier nicht hergehören. Wie zum Beispiel der Baseballschläger gerade eben. Flaschen? Oh, was ist das? Kurewa.
Unter dieser Kiste liegt was. Was könnte das sein? Hey, das sind Taschentücher, benutzt wie ekelhaft. Hm? Eine Anzeige? Yakumaru Lowlands. Hm. Ich habe mich doch nicht verlesen, oder? Wäre nicht weit hergeholt, ein paar Yakuza mit Kreditteilen in Verbindung zu bringen. Ich schätze, das ist ein Hinweis. Beweisstück erhalten. Lang doch. Meine einzige Spur ist eine Anzeige auf dem Taschentücher. Was mache ich jetzt? Zu der Kanzlei gehen. Zu den Hai. Den da. Pumps. Kaito? Hey, Tag. Ich weiß, du hast zu tun, aber könntest du von Convenience Store ein Bento oder sowas mitbringen? Bento? Ich glaube, wenn du den kleinen füttere, halt dir die Klappe. Hä? Das kannst du nicht alleine regeln. Willst du, dass ich mit einem Kind durch die Stadt gurke? Komm schon. Ich habe ein Image zu bewahren. Und was hast du Angst? Hast du Angst, dass Leute denken, dass du ihn entführt hast? Oder Schlimmeres, dass er dein Kind ist? Du weißt doch, wie das ist. Komm schon, Tag. Tu es für mich. Okay, ein Pendo. Meinst du das ernst, Mann? Na schön, ich besorge dir eins. Vielleicht hat Kaito-san schon die Yakumaru gehört, besonders wenn sie Verbindungen mit Yakuza haben. Zumindest habe ich eine Gelegenheit, ihn zu fragen, wenn ich ihm das Bento vorbeibringe. Okay, also Bento. Ja? Hallo, von vorne. Ein Bento. Habt ihr ein Bento? Ein Bento. Ja, würde ich sagen, das hier, oder? So. Guter Wurf, Yasuke. Ich hab geworfen und du, siehst du? Wenn man weiß, wie das geht, ist es total einfach. Hey, Dosan. Oh, Tag. Was gibt's? Was meinst du? Du hast doch gesagt, ich soll dir ein Pentum vorbeibringen. Oh ja, das habe ich. Gibst du es mir? Danke, Kumpel. Ich gebe es dem Jungen zu essen. Ach ja, Kaido-san. Hast du jemals von einer Firma namens Yakumaru Lowlands gehört? Ich habe diese Anzeige auf dem Taschentuch gefunden, da wo Yosuke angegriffen wurde. Yakumaru sagt mir nichts. Nichts? Ich dachte, sie könnten was mit Yakuza zu tun haben. Naja, ich bin nur ein normaler Bürger. Ein zwielichtiger Bürger, wenn du nicht weißt, bin ich in einer Sackgasse. Hast du Yakumaru Lowlands gesagt? Die kenne ich. Was? Wirklich?
Mein Papa sagt, das sind böse Yakuza-Leute. Also soll ich von denen wegbleiben. Zumindest hatte ich also mit den Yakuza recht. Aber das ist nicht gut. Wenn die Yakuza auf den Vaterjunge abgesehen hatten, haben sie ihn wohl schon. Stimmt, das Problem ist jetzt herauszufinden, wo sie sich aufhalten. Bravo. Naja, den Teil überlasse ich dir. Ich kümmere mich so lange um Yosuke. Tja, sieht aus, als wärst du ein besserer Babysitter als ich. Nee. Hey, lass uns weiter Fangen spielen. Oh. Sicher, komm. Er kann sich beschweren, so viel er will, aber ich glaube, ihm macht es Spaß. Aber wenn Yasukes Vater schon geschnappt haben, sollte ich mich besser beeilen. Wenn Yakuma Loans nur ein Haufen Kreditteile sind, sollte ich mir ähnliche Geschäfte ansehen. Da gab es doch diese große Verleihfirma auf der Tenkaichi Street. Okay, dann geht's mal dorthin. Ich glaube, die ist sogar links gleich. Ja, sag ich mal, da ist sie doch. Entschuldigung. Schon wieder ein paar Leute. Oder nur einer? Da kommt die auch. So. 63. Oh yeah. Nice. Da liegt sogar was. Oh, 5000 extra. Wonderful day. So. Der Eingang war hier. So, ich glaube die nächste Etage ist das. Wenn wir gerade einmal hier sind. Hallo? Hallo. Ich frage mich einen ungünstigen Zeitpunkt. Jeden Tag? Das ist ein bisschen komisch. Verwirrend, sage ich euch. Verwirrend. So. Wen können wir denn ansprechen? Ich glaube, den da hinten. Da könnte ich mal nachfragen. Oh, sorry. Na. Ja, wo ist dann? Hast du einen Augenblick? Hm? Ja, was ist los? Sagt dir der Name Yamakuro Lorenz zufällig irgendwas? Ich würde gerne ein Büro finden, wo dem aus sie arbeiten. Du willst ein Büro finden? Keine gute Neuigkeiten. Also kennst du sie? Weißt du, wo ich sie finde? Das musst du alleine durchziehen. Mit dem will ich nicht wirklich nichts zu tun haben. Wenn die rausfinden, dass wir mit dir zusammen zu tun haben, kriegen wir richtig Ärger. Das würde ich nie zulassen. Sag mir einfach die Straße, wo sie sein können. Mein Gott. Nur damit ich es weiß. Normalerweise nehme ich 50.000 für solche Infos. Hä? Was? 50.000? Aber weil du es bist, geht es aufs Haus, Herr Gummisan. Puh, dann bin ich erleichtert. Gib nur eine Sekunde. Gib mir nur eine Sekunde. Okay. Hier. Diese Ushimiata-Familie steht unter Yakuma Lorenz. Ihr Büro ist auf der East Talent Boulevard. Sehr schön, danke. Danke mir nicht zu früh. Ich kann dir nicht sagen, wo genau auf der Straße das Büro ist. Das ist okay, das ist ein Anfang. Das finde ich schon irgendwie heraus. Yagami-san. Sei vorsichtig, Yagami-san. Das East Taihei Boulevard. Sollte besser hingehen. Ja. Let's go. Von wem? Dieser Anführer sorgt jetzt wohl anderswo für Ärger, aber er hat schon genug Schaden angerichtet und hoffenweise Leute verletzt. Ja, genau, nächstes Mal solltest du dich besser für deine Nachbarn nachstark machen. Ja, hallo? Wieso ich? Beweg dich aus dem Haus und mach auch mal was. Alter, zack, ey. Bin ich hier der. Ups. Ja. Keine Ahnung, Mädchen vom Dienst oder was? Zack. Ich kann mich doch nicht jedes Mal mit den Leuten prügeln. Wo komme ich denn hin? So. Ich schau weiter geradeaus.
Dann hier rechts rein, dann wieder links. Durch die Einbahnstraße. So, nochmal links. Geradeaus. Und nochmal rechts. Und geradeaus. Immer der Nase nach. So, hier sind wir. Ja, schon wieder. So. Das Büro der Ushimata-Familie sollte hier irgendwo sein. Es könnte der knifflige Teil. Ich weiß nicht, welches Büro hier ihres ist. Dieser Typ sieht verdächtig aus und passt auf die Beschreibung, die Yasuke mir gegeben hat. Zeit für den Blausch. Halt, stopp, Polizei! Was macht er da? Okay. Muss es nur noch hinter mich bringen. Na. Entschuldigung, haben Sie einen Moment Zeit? Schurke, geben Sie meinen Yasuke zurück. Warten Sie. Lassen Sie uns nicht überstürzen. Ich bin kein Yakuza. Sind Sie nicht? Ich dachte, Sie hätten ihn vielleicht entführt. Sie sind Yasukes Kuhns Vater? Ja. Ich bin Shintaro Akabayabla. Ich bin Yagami, ein Privatdetektiv. Mein Kollege hat verhindert, dass Yakuza vorhin entführt wurde. Hat er das? Dann geht es hier wieder gut. Dann bin ich aber erleichtert. Würden Sie mir sagen, was hier vor sich geht? Warum haben die Yakuza es auf Sie abgesehen? Schulden? Sie sind schon eine Weile hinter mir her. Schulden, okay. Ich kann ja verstehen, wenn Sie um Geld bringen wollen. Aber warum wollen Sie Ihren Jungen entführen? Sie wollen mich einschüchtern. Vermutlich wollen Sie ja so gegen mein Los eintauschen. Ihr Los? Warum das? Weil es ein Gewinnlos ist. Ich habe tatsächlich gewonnen. Diese Geldgeier wussten, dass ich sie einen überzeugenden Argument bräuchten, um es mir abzunehmen. Wie viel haben sie denn gewonnen? 50 Millionen. Oha. Gib mir. So, ich habe einen Sohn. Ha. Was? 50 Millionen? Ich habe nur 1 Million in den Miesen. Wir wollen wohl mein Ticket haben, das 50 wert ist. Natürlich habe ich abgelehnt, aber daraufhin haben sie mich bedroht. Und sie haben gedroht, die Azuki umzubringen. Als ich ihn nicht zu Hause finden konnte, habe ich Angst bekommen. Also bin ich hierher gekommen, um es zu regeln. Verstehe. Ich denke, ich bin im Bilde. Aber wo ist das Lotto-Ticket? Es tut mir leid, aber das verrate ich Ihnen niemals. Oh, verständlich. Darf ich fragen, wo Yasuke ist? Yasuke ist in einem Park ganz in der Nähe. Ich bringe sie hin. Bitte warten. Wird geladen. Yusuke, wo bist du? Kaito-san, was ist passiert? Ich musste pinkeln und als ich zurückkam, war Yusuke verschwunden. Was? Hast du irgendjemand Verdächtiges gesehen? Nein, aber ich habe einen Schrei gehört. Hoffe, das war nicht der Junge. Mist, er wurde bestimmt entführt. Nein, Yusuke. Tut mir leid, das ist mein Fehler. Oh nein. Hallo? Yasuke, geht's dir gut? Haben die Entführer ihn angerufen? Okay, es ist ja schon gut. Lassen Sie bloß die Finger von Yasuke. Was haben Sie gesagt? Sie meinten, ich sollte zur Seidenstraße von Champion District kommen und das Dos mitbringen. Auf keinen Fall die Polizei benachrichtigen. Das ist eine Geiselnahme. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Vielleicht können wir sie überlisten. Aber wie? Hey, Tak. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ein Kaito-Spezial.
Ja. Du musst allerdings in eine Rolle schlüpfen. Was heckst du wieder aus? Keine Sorge. Ist das alles okay? Keine Sorge. Falls es schief geht, wird die Sicherheit ihres Sohnes oberste Priorität für mich haben. Halte durch, Yosuke. Willkommen, kleiner Kumpel. Okay. Dann bin ich mal gespannt. Yosuke, Papa, eins nach dem anderen. Hast du die Bullen gerufen? Nein, habe ich nicht. Gut, dann hier mit den Hermelin los. Aber wenn dir das Leben deines Sohnes wert ist, keine Spielchen, klar. Was? Mein Papa sagt, die Yakuza-Leute sind Fieslinge. Und weißt du, was mit Fieslingen passiert? Captain Kopf kommt vorbei. Und verhaut die. Hey, was lauert der kleine Nervenzwerg da? Was weiß ich. Oh. Ich wusste, du würdest kommen. Scheiße, alles im Sack. Alles am Sack. Hicks. Beruhig dich, Kaito-san. Du wirst eines Tages gewinnen. Ja, Zölle, seid ihr zwei Clowns. Was? Siehst du nicht, dass ich pinkeln muss? Oder gefällt dir das vielleicht? Wir sind hier gerade beschäftigt. Such dir ein Loch und verkriech dich da. Du Säufer. Was hast du da gesagt? Gehört dir die Straße oder was? Ich glaube nicht. Ich habe gerade 30.000 in Lose investiert. Und alles nur Nieten, nix. Ist mein gutes Recht, sauer zu sein. Was zum Henker laberst du da? Willst du dringend sterben? Ich bin irgendwie beeindruckt, dass ja dieser unausreifte Plan funktioniert hat. Okay? Aber ich frage mich, ob er von Anfang an vorhatte, gegen sie zu kämpfen. Na klar. Okay. Du verdammte Säufer, haut sie kurz und klein, Jungs. Ihr wollt es also wirklich meine Sandsäcke sein? Das wird mächtig wehtun. Los, schnapp sie dir, Captain Carp. Okay. Ja, Kufa. Let's go. Aua. Eine Einmalarmee. So, hat sich das erledigt. Easy. Was zur? Wow, ich wusste, dass er der echte Captain Cup ist. Die Yakuza sind lahm. Wer zur Hölle seid ihr? Niemand Besonderes. Nur. Ein Kämpfer für die Gerechtigkeit auf der Durchreise. Was? So. Ich danke Ihnen beiden. Vielen Dank. Hey, ich bin erleichtert, dass es Yosuke gut geht. Aber es hat das Los des. Hat das Los es überlebt? Natürlich. Kannst du mir den Verwandlungsstab von Captain Cobb kurz geben, Yosuke? Was? Klar. Ach, hier drinnen. Der Junge hat es die ganze Zeit. Da haben sie es versteckt? Ich wusste, dass sie mein Haus durchwühlen würden,
um es zu finden. Also habe ich es bei meinem Sohn versteckt. Ich glaube nicht, dass die Yakuza auch nur daran gedacht haben, dass Yakuza-Kun das Dose haben könnte. Hey! Was ist los denn? Was ist denn? Wann machst du die Verwandlungspose? Nani? Was? Schon wieder? Aber du bist doch der echte Captain Cup. Du hast all die blöden Yakuza verhauen. Es lässt sich nicht gehen. Er lässt sich nicht gehen, bevor du es gemacht hast, Kaito-san. Ja. Aber bitte. Okay, aber nur dieses eine Mal, ja? Achtung, Leute, passt auf. Nett. Peinlich. Wow. Wow. Captain Cup gibt's wirklich. Er ist der coolste. Meinst du, Junge? Ich hoffe, ich werde mal so cool wie du. Gib einfach dein Bestes, Junge. Ich lasse mich nicht so leicht übertreffen. Und dann werde ich die böse Yakuza mit dir bekämpfen. Nani? Hä? Wie bitte? Genau, keine Sorge. Hast du nicht ein paar Straßen aufzuräumen? Ach komm, Yosuke. Du wirst nicht so werden wie ich, klar. Vergiss es. Ich bin nicht cool. Du wirst nicht so werden wie ich. Was? Warum nicht? Ich will mit dir zusammen kämpfen. Nee. Ich kann nicht gegen Yakuza kämpfen. Ich habe da so meine Gründe. Warum nicht? Du bist doch Captain Cobb. Tja, ab heute bin ich im Ruhestand. Was? Warum? Weil, weil ich einen würdigen Nachfolger gefunden habe. Was? Yosuke, du warst heute wirklich tapfer, weißt du das? Du hast nicht mal geweint, als es gefährlich wurde. Du wirst ein ganz toller Verbrechensbekämpfer. Yosuke, ein wahrer Held der Gerechtigkeit. Ich? Meinst du das ernst? Klar, und ich glaube, du kannst das sogar besser als ich. Also werde so stark, wie du kannst, Junge. Okay, gebe mein Bestes. Heute könntest du wohl mal ein richtiger Held sein. Aber nur heute. Okay. Immer noch nichts von Sarosan. Was jetzt? Ups, das habe ich übersprungen. Verdammt. Geh zum Theater Square. Okay. Entschuldigung. Dann geh mal zum Theater Square. Sorry, aber stand halt so gut da. Er ist nicht kaputt gegangen. Also, alles gut. So, weiter geht's. Checken wir mal kurz die Uhrzeit. Oh ja, jetzt muss es, glaube ich, klappen. So, ab hier rein. Da bist du ja. Okay. Der schon wieder. ちょっとしつこすぎるんじゃないか。てめえのせいで俺は恥かいたんだ。一度ならず二度までもな。このまま引き下がれるかってんだよ。自業自得だろ。自業？なんだそりゃ。知的ぶってんじゃねえぞ俺。マジかこいつ。榊場。ねえ笠井。 お腹減ったよ。景品同盟してんの榊場海斗。今日はこいつがお前の相手だ。してんの？こいつが。ねえねえ笠井、本当にこいつをやっつけたらご飯おごってくれるの？もちろんだ。肉でもラーメンでもピザでも何でもおごってやる。本当だ。
じゃあ、デザートもいいよね。ケーキでもプリンでも何でも食え。じゃあ、カレーはデザートに入れていいのかな。食いたいもん食いたいだけ食わせてやるから。おい、そんな奴の口車に。ご飯。Okay. Ja, er geht zur Seite, ist klar. Muss erstmal die Kleine ausschalten, ja. Okay, einer weniger. Hopp, 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 hopp. Alles klar. Easy. Oi, oi, dondake tough nan da? Hahaha! Omae no panchi nante zenzen kiite nei mitei da zo. Sa, Sakakima! Boko boko ni shite yare! Ani? Oi! Nani boketto shite yagarre? Totto to yare! Onaka ga hetta. Ha? ご飯の時間みたいだよ。え？待って。お友達は帰っちゃったみたいだぞ。あ、え？ちくしょう！おととい来やがれ！だからそりゃこっちのセリフだって。Immerhin ist so etwas Zeit vergangen. Sich demnächst melden. Ich muss mal. Ja, genau. Okay. Alles klar, Herr Kommissar. Dann gehen wir mal zurück. Und ja, das war dann im Endeffekt die Stelle, die wir jetzt erreicht haben. Also miterlebt haben. Und. Oder? Oder kommt da noch was? Muss mal checken. Soll in meinem Büro? Why? Mach mir einfach mal. Was ist das? Ah. Omae ga kaette kuru no matteta. Skoshi jimusho de hanasenai ka? Mata nii no jijou choushu?次は札持ってくるんじゃなかったか。なんだところ。野暮なこと言うなよ、八神さん。じゃあ、汚いところですけど。OK。Und nochmal 150 SP-Punkte.
それで何のようです。検察内部に裏切り者が一人いる。俺が思うにそいつは女だが、ある事件の捜査資料を持ち出した。その資料は創薬センターの副所長がカムロ町で殴り殺されたって事件のもんだ。あんた心当たりは？いや、さあ、ありませんね。捜査資料の横流しだと？許せないよな、綾部。同感です。どいつもこいつも警察舐めてやがる。話ってのはそれだけですか？ここんとこ警察もお忙しいでしょうに。他に用がなければもう。明日泉田検事がお前と話したいと言ってる。新谷殺しの件でだ。お前が応じなきゃ逮捕状を請求するとさ。Die beiden sind also nur Izumidas Handlanger. 俺を犯人扱いする根拠は？それは捜査上の秘密だよ。とにかくお前は地検に行って検事と話せ。潔白ならなんてことねえだろ。札が出たらお前だっていろいろ面倒になるんだ。だがその前に自分を弁護するチャンスが来た。そう思えばいい。アドバイスどうも。泉田検事は知らない仲じゃないんだろ。なんで疑われてるのか分かってなきゃ弁護なんてできないよ。じゃあ行けばそれも分かるのか。さあな。そいつは検事の出方による。分かったよ。お互い誤解を解くいい機会かもしれない。明日また連絡する。ここんとこ俺あの上司にずっと連れ回されててね、まるで身動きが取れねえんだよ。そうらしいな、ご愁傷様。Okay, dann muss ich morgen wohl zur Staatsanwalt. Zum Büro. Okay. Jetzt warten wir mal einfach mal, bis wir einen Anruf kriegen von. Genau. Wenn man gerade vom Teufel spricht. Moshimashi. Yagami-san. Oh. Sochi wa donna chōshi? Han toshi mae, Hashiki no table ni tsuite ta koto tomodachi ni narimashita. Mise ga haneta ato, tender e tsurete ikimasu.すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。Warten bis er sich meldet. Haben wir erreicht. Und Saru wartet im Tent auf mich. Sollte mich beeilen. Okay. Fallakte hat sich ja, erweitert. Und ja, gut. Ja, alles klar. Gut, jetzt tun wir uns beim Tender treffen und dann schauen wir mal, was sie für Informationen uns hergeben kann über das Mordopfer, was wir gerade drüber ermitteln. Dann bin ich mal gespannt. Aber jetzt gucke ich mal kurz auf die Zeit. Ich glaube, es ist eine kleine kurze Pause einzulegen. Genau. Wir machen dann nach diesem Kampf hier eine kurze eine minütige oder ein paar sekundige kurze Pause vom Livestream für Folge Nummer 2, weil es alles Einzelpaare sind, die ich hier nebenbei aufzeichne. Für die Leute, die den ganzen Livestream nicht sehen wollen, also haben sie immer noch die Möglichkeit, das so zu anzuschauen, wie sie löschen. Da muss ja auch ein bisschen was gewährleisten. Juhu! Was ist denn das an der Hand? So. Autokante. Okay, haben wir erledigt.
Und Krankenwagen kommt. Das passt doch alles super. So, wir stehen jetzt kurz vorm Tender. Wir machen kurz Pause. Und dann würde ich jetzt einfach sagen, wir machen jetzt hier einen ganz kurzen Zwischenschnitt. Keine Sorge, perfekt abgetimt. Wie gesagt, keine Sorge, der Livestream läuft weiter. Es kommt noch eine Folge von Judgment. Und dann, ja, war es dann auch dann für heute. Aber jetzt erstmal eine kleine kurze Pause. Und für die Leute, die Einzelpass anschauen, liken, kommentieren, abonnieren, würde mich freuen. Denn Support ist kein Mod. Und auf euer Feedback würde ich mich sehr freuen. Wenn, dann ja, wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Chris der Angel 3000 mit dem Spiel Judgment. Ciao.